Ja, hallo und willkommen zum zweiten Teil mit Let's Play Diddy Kong Racing und eurem Purple. Ja, wir fangen jetzt gleich mal an. Wir haben ja jetzt in der letzten Folge alle Strecken mal abgefahren und jetzt müssen wir noch die Strecken nochmal fahren und diesmal Münzen sammeln. Jetzt bin ich aber ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr im Bilde, wo die Münzen überhaupt sind und ob wir das jetzt überhaupt schaffen hier im ersten Durchlauf. Aber gucken wir mal. Da vorne sehen wir ja schon die erste gleich. Schlechter Start, aber so kriegen wir schon mal die Münze. Okay. 2. Oh! Verdammt. 4. 5. 6. Zum Glück hat. Ah. Okay, die 2, die kriegen wir jetzt auch noch. Wie war jetzt hier? Nehmen wir so mit. Und die letzte war da vorne irgendwo, oder? Ja. Dann haben wir doch schon alle. Ja, das war noch einfach, weil sie schön in der Mitte der Strecke verteilt waren. Da geht's ab mit dem Boost. Oh, Dino, hau ab. Glück gehabt. Wow. Und da haben wir es auch schon wieder gepackt. Das ist der Wahnsinn. Ich komme langsam wieder ins Spiel rein. Da haben wir auch schon den 7. Ballon, den wir... Ja, wo lösen wir den ein? Hier. In der Skelettschlucht. Dann schauen wir doch mal, wo die Münzen alle sind. So. Plopp. So, dann fahren wir jetzt mal schön außen rum. Okay, da war eine. Gut zu wissen. Die haben wir noch erwischt. Hier ist eine oben. Boah, was ein Trick! So, und die letzte wissen wir ja auch, wo sie ist. Müssen wir nur gucken, dass wir sie auch erwischen da vorne. Jawohl, ja! Kleine Pfütze! Ah, wieder verpasst. Und dann schießen wir noch den Dino. Ach so, scheiße. Ich dachte schon, ich wäre schon in der letzten Runde. Ach ja. Hätte ich sie gar nicht so verschwenden brauchen. Aber egal. Kriegen wir auch noch hin. Ich muss auch sagen, grafiktechnisch fand ich es auch besser als diese flachen Dinger bei Mario Kart. Mario Kart ist auch ohne Zweifel ein gutes Spiel, also macht auch sau Bock. Aber Diddy Kong Racing war einfach der Geheimtipp für mich. Ja, und das sieht man auch, denke ich, weil... Ich spiele nicht umsonst das Spiel jetzt nochmal durch, obwohl ich das jetzt schon, glaube ich, 3 oder 4 Mal durch habe. Das macht einfach zu viel Bock. Boah, was ich hier für Umwege fahren muss für die Münzen. Den haben wir gut gekriegt. Yeah! Und da haben wir schon alle in der ersten Runde, ey, es ist der Wahnsinn. Das
So, nehmen wir mal ein bisschen Gummi, damit wir auch gleich die nächste Strecke fahren können. Also ich mache gerne diese scharfen Kurven, auch wenn die ein bisschen blocken, aber man kommt halt viel besser um die Kurve. Das war jetzt ein bisschen zu viel des Guten, aber ich habe ja genug Vorsprung. Und da haben wir es schon wieder. Ich muss ja sagen, früher als ich das im Multiplayer mit meinen Kumpels gespielt habe, da waren wir auch immer so entweder zu zweit oder zu dritt, zu viert, egal wie, haben wir immer die Cheats eingegeben, beziehungsweise nur einen Free-for-All, wo es dann alle Waffen gab. Oh, jetzt fehlt schon wieder ein Ballon. Jetzt müssen wir erstmal wieder raus. Ich meine... Ja, jetzt glaube ich wirklich, dass wir noch irgendwie mit ihm ein Rennen fahren müssen. Genau. Ja, und dann kriegen wir den 10. Ballon. Ach ja, der dicke Elefant hat es einfach nicht drauf. Vor allem so im Kreis fahren. Ich meine, der könnte sich ja auch beamen. Das kann er ja die ganze Zeit, aber der ist ein fairer Sportsmann, der beamt sich nicht. Ah, ich wollte jetzt eigentlich so einen blöden Frosch nochmal überfahren. Ist ja später im Spiel auch nochmal so eine Sache, was man mit dem einen Frosch machen muss. Ich weiß jetzt nur gar nicht, wann man das machen kann, ehrlich gesagt. Da haben wir es auch schon. Hallo, Freund. Bye bye for now. Und tschüss. Da haben wir den 10. Dann können wir auch jetzt den Vulkan damit abfahren, beziehungsweise fliegen. Und wo ist es? Da gleich direkt rein in den Brodelvulkan. Ah, und dann noch der Start verpennt. Aber ich meine, hier hinten ist eine Münze. Jawohl, oh, ich kenne mich noch aus. Oh, da haben wir die Squatte. Da oben ist einer. Da muss man schon genau zielen. Jawohl. Eins, zwei, jetzt haben wir noch zwei Stück. Der müsste hier links sein. Jawohl. Und da ist der letzte. Ja, da haben wir schon die Silbermünzen. Ja, für heutige Verhältnisse sieht es jetzt ein bisschen billig aus, ehrlich gesagt. Also ist, man muss ja auch sagen, es ist erstmal die erste Welt, ne? Also da kommen schon noch schwerere Strecken. Wer das Spiel kennt, weiß es natürlich. Also ich habe da teilweise auch ewig lang rumgehockt, bis ich da mal alle Münzen hatte, beziehungsweise den Endgegner geschafft habe dann am Schluss. Aber kriegt man alles hin. So, ist das mit, War ich jetzt gerade ein bisschen übermotiviert, fast in die Lava noch rein, aber zum Glück macht ihr uns hier ja nichts. Da vorne schon wieder Crunch. Wuhu! Mit einem tosenden Applaus haben wir wieder gewonnen. Und kriegen unseren Pokal überreicht, beziehungsweise goldenen Ballon. Und jetzt müssen wir nochmal den Dicken besiegen. Ob ich jetzt nochmal so viel Luck habe, das weiß ich nicht, aber ich versuche mein Glück. Wäre natürlich schön. Ja, Groovy Man. Da weiß ich jetzt auch gar nicht mehr, was man bekommt. Ob, also ein zweites Amulettstück kriegt man da... Oh doch, da weiß ich jetzt gar nicht. Keine Ahnung. Lass mich überraschen. Ja, wenigstens so einen schwachen Start. Scheiße, schon wieder das Ding verpasst.
Ah, und ich hau noch rein, ey. Das ist wieder so typisch. Treffe ich ihn schon mal und dann sowas. Oh, was soll denn der Scheiß? Verdammt. Mann, ey. Das muss jetzt nicht sein. Scheiße, haben wir vorbeigeschossen. Hängen ja noch an seinem Arsch. Ist ja noch nichts verloren hier. Scheiße. Ah, da noch mit einem blöden Ding gehüpft. Ah, hat jetzt auch nichts gebracht dann. Ah, ich brauche noch eine rote Rakete. Scheiße. Ah, es wird knapp, es wird... Ah, jetzt ist es vorbei. Also wenn ich jetzt noch wieder vor Schluss kriege, dann lache ich mich aber schlapp, aber das wird jetzt nichts. Das ist zu weit weg. Ich sehe ihn schon gar nicht mehr. Ja, komm schon! Oh, nein! Oh, scheiße! Oh, weil ich an diesem scheiß Viech noch hängen geblieben bin. Ja, komm, das machen wir jetzt gleich nochmal. Ja. Ah, verdammt. Ja, los, ich will sofort versuchen. Lass mich. Jetzt bist du kaputt. Zweites Mal rennst du nicht nochmal so schnell da hoch. Die Ballons liegen aber auch wirklich ein bisschen ungünstig dort. Muss man schon sagen, ich brauche jetzt einen Superstart, Mann. Ah, ist er schon wieder nett. Das gibt's doch nicht. Ja, ich mache einen Neustart, Leute. Das hat's jetzt hingebracht. So, aber jetzt. Ah, schon wieder den Start verpennt, ey. Ich fass es nicht. Oh, ey, hier läuft aber alles schief, ey. Mir gerade so vor, als würde ich hier mit einem Rollstuhl hinterher fahren, ey. Das spielt alles gegen mich hier. Ich sehe ihn ja noch nicht mal. Schießen wir die einfach mal ab, vielleicht trifft sie. Der ist ja schon so weit vorne, dass ich noch nicht mal mehr sehe. Komm schon, kurz vor Schluss jetzt. Ah, ich bin zu weit weg. Ich bin zu weit weg, verdammt. So lahm ist er noch nicht mal vor Schluss. Ja, verdammte Scheiße, wie geil ist das denn? Ah, was ein Rennen. Doch wieder ein Teil vom Amulett. Ja, das Trophy Race, das nehmen wir jetzt auch noch mit. Dann haben wir den Part auch schon wieder komplett und dann haben wir die erste Welt ganz durch. Ich fasse es ja schon gar nicht. Aha, aha. Ja, dann los, 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 los. Weiter geht's. Ah, ich glaube gar nicht, wie viel Bock das macht, das Spiel zu spielen. Wer das Spiel nicht kennt, der kann das gar nicht verstehen. Das Trophy Race, ja. Man muss die alle vier Rennen jetzt hintereinander fahren und, ja, wenn ich nach Möglichkeit gewinne. Und dann kriegt man einen Pokal. Schauen wir mal, wie wir uns da jetzt schlagen. Wuhu! Ja, es ist jetzt leider ein bisschen eintönig, was die Strecken angeht. Ich weiß, zwei Parts nur mit den Strecken. Deswegen kann ich euch eigentlich nur mit meinem dummen Gelaber hier beglücken. Aber ich hoffe, es wird nicht langweilig als Nintendo-Fans.
schaut man sich das Spiel immer wieder gern an, auch wenn andere Leute da dran spielen. Aber ich mache es ja hauptsächlich auch, weil es mir Spaß macht, das zu spielen. Ich will es halt ein bisschen mit euch teilen. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch hinterlassen, ist klar. Und auch meinen Kanal abonnieren. Ich freue mich immer wieder über neue Abonnenten. So, da haben wir das auch schon. Jawohl. Das geht zum Glück immer ratzfatz, die erste Strecke. Da haben wir schon mal 9 Punkte. Warum auch immer 9 das damals waren. Geht's gerade weiter. Jetzt haben wir jetzt nochmal einen gescheiten Start hingelegt. Schöne Abkürzung. Ups, boing. Schon allein das macht das Spiel aus, so diese ganzen Einzelheiten. Das Bananensammeln ist ja eigentlich so eine Kopie wie mit den bei Super Mario, bei Mario Kart die Münzen. Das haben sie, hat Rareware dann natürlich übernommen, aber ich sag ja, irgendwie hatte das mehr Charme für mich. Obwohl ich auch natürlich großer Fan von Mario Kart bin, aber wie gesagt, Diddy Kong Racing, darüber lasse ich nichts gehen. Viele andere sind da bestimmt der gleichen Meinung. Ich bin natürlich dann umso schlechter in Mario Kart, ehrlich gesagt, weil ich halt nur das in meiner Kindheit gezockt habe. Deswegen fordert mich niemals zu einem Mario Kart 64 Rennen raus. Dann sonst muss ich mit einem Diddy Kong Racing Match kontern. Ich hatte ja mal die Idee gehabt, den Nintendo 64 an meinen Beamer anzuschließen und das mal über Leinwand zu zocken, so über 100 Zoll. Das macht bestimmt voll Laune, auch wenn die Grafik voll verpixelt ist und so, aber ja, irgendwann werde ich das mal austesten. So, na, sind wir schon bei Rennen 3. Natürlich alle Charaktere der Rareware-Familie voll dabei, die jetzt leider in Microsofts Händen sind. Man muss ja leider sagen, Microsoft hat Rare irgendwie ein bisschen kaputt gemacht, weil also früher kamen halt wirklich so geile Spiele von Rareware für Nintendo. Und seitdem Microsoft sie übernommen haben, ja, ist es nicht mehr so. Also Banjo-Kazooie, Nuts and Bolts war jetzt nicht so der Brüller. Und obwohl Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie auf dem N64 einfach mega Spiele waren. Ja, so kann man natürlich auch gute Figuren verschleißen. Ich würde mich freuen, wenn Rare irgendwie für die Wii U mal was machen könnte. Mein Donkey Kong Country Tropical Freeze kam hier jetzt raus, aber ist von den Retro Studios. Ich weiß nicht, ob Rare da die Rechte verkauft hat an Donkey Kong. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass nochmal irgend sowas wie Diddy Kong Racing oder so rauskommt. Auf dem Nintendo DS fand ich es jetzt nicht so toll, Diddy Kong Racing. Es war halt eine Kopie, aber mit schlechter Grafik. Also angemessener Grafik für den DS, aber ja, wenn man N64 gewohnt war, da war die natürlich nichts. Also wenn da eine Neuauflage kommen würde, das wäre, da würde ich mich ja riesig freuen, ja. Würde ich gerne mal eure Meinung hören, wie ihr das seht, aber ob man da jetzt nochmal ein Remake macht oder ein komplett neues mit einer neuen Strecke. Oder so wie bei Mario, dass man die alten Strecken mit rein nimmt. Halt in besserer Grafik. Oh, wow, 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 wow.
ein grober Schnitzer von meinem vielen Gebabbel. So, konzentrieren wir uns mal kurz aufs Rennen. Pipsi ist noch im Weg. Ups, habe ich auch das Versehen gesagt. Das wollte ich nicht. Ja, das ist ja schon das vierte Rennen, dann haben wir ja schon die Trophäe. Ach ja. Dem Sieg dürfte nichts im Wege stehen, außer der Dino. Der mich hier sogar noch mit seinem Hals ein bisschen abdrängt. Aber damit haben wir das Trophy gewonnen. Souverän mit voller Punktzahl und 36 Punkten. Vor Diddy Kong, Pipsi, Tipsy, Tip-Top, Crunch, Banjo, Timber und Bumper. Und da ist er, der goldene Pokal mit der Nummer 1 und Whispeak. Ja, das soll's für diesen Part mal wieder gewesen sein. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich dann die nächste Welt mach, weil hier haben wir soweit alles abgeschlossen. Deswegen sage ich mal hier, wir gehen in den Exit. Bis zum nächsten Mal, euer Pripple.